Hallo Leute, willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon 3. Zu unserer Wildwasserbahn, die wir jetzt endlich noch themen werden. Ja, lang hat's gedauert, aber endlich sind wir angekommen. Das ist die Frage. Wie wir das Ganze machen? Soll ich das mit so einem Zeug machen? Bin noch am Überlegen. Die Treppen sehen hier eigentlich schon ganz schön aus. Das könnte man so machen. Das war ja klar, dass das wieder passiert. Nur die Frage, wie die Wände. Ah, Moment mal. Was wurden ruft? Also, sieht doch schon mal eigentlich an sich, muss man ganz ehrlich sein, kann man das durchaus so nehmen. Wundwurf gibt es bestimmt auch jeden Tag. Alter, viel zu viel. Wundenruf, bla bla bla. Nein. Hier gibt es nur Wundenrufs. Das macht nichts. Ich glaube, die habe ich auch schon mal benutzt. Aber ich weiß jetzt nicht mehr wo. Was ist, wenn wir jetzt hier die dunkle Farbe nehmen? Sieht das gut aus? Was sagt ihr? Ich find's cool. So. Ja, das sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Dann brauchen wir noch einmal das hier. Mein Dach ein bisschen umfunktioniert. Ist ja nicht schlimm. Prinzipiell. Hat ja gut funktioniert. Hätte ich das mal vorher gemacht. Jetzt weiß ich wenigstens, dass es gut aussieht und kann das dann getrost übernehmen, ohne schlechtes Gewissen. So. Wir wollen jetzt als erstes mal unsichtbaren Weg haben. Genauso auch hier. So soll das aussehen. Huch, geht bitte nicht. Und jetzt können wir das wieder hinbauen. Es war im oberen, glaube ich. Guten Floor. Ich bin da gerade ein Fan von. Ich weiß nicht, ob das nicht irgendwann zu sehr Richtung. Ich weiß nicht, zu sehr Richtung Strand geht. Ich finde, das ist. Das sind so zwei Dinge, da muss man aufpassen. Wildwasserbahn ist schon ziemlich gefährlich. So, jetzt haben wir das erstmal. Zäune bräuchten wir auch noch. Aber hier gibt es ja Zäune. Zäune vor allem. Ja. Hoppla, der ist ein bisschen zu sehr im Boden. Für meinen Geschmack.
Ist meine Frage, gibt's den auch schief? Höchstwahrscheinlich ja nicht. Ich bräuchte eigentlich einen Zaun, den es auch nach unten gibt. Aber das lässt sich ändern, das lässt sich anders regeln. Da fällt mir was ein. Sogar was relativ gut ist, glaube ich. Machen wir das Ganze so. Gibt es schiefes Holz da? Ich hoffe, es gibt da schiefes Holz. Muss ich jetzt erstmal kurz reinschauen, bevor ich das jetzt hier wieder baue und dann ist es noch gar nicht endgültig. Ist doch haargenau dasselbe drin, oder? Das gibt's. Huch. Ja gut. Das wollte ich nur wissen. Dann können wir das nämlich hier auch so machen. So. Soll ich da wirklich so machen? Das nicht affig aus. Nee, dann bitte so. Huch. Stopp, Kamera. Nicht darüber fahren. Also wenn, dann machen wir es bitte so. Dann bin ich damit einverstanden. So machen wir das hier. So, einmal bitte den Fenzchen noch. Und dann geht's auch schon weiter zu den schiefen Wänden, die ich vorher gesucht habe. Genau die. Ja, nehmen wir da das Dunkle. Wollen wir da echt das Dunkle nehmen? Ich bin gerade im Überlegen, wie ich das bauen soll hier. Wenn wir das dann so bauen? Auf jeden Fall das Innere. Wall Dark Inner. Dass man dann die Dinger doch wegmacht, die Zäune. Wall Dark Inner. Gibt es da nicht dann auch die hier? Also die bräuchte ich in Dark, genau. Genau so will ich die haben. Ich glaube, so möchte ich das haben. Schauen wir mal, ob das Ganze so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Wooden Roof Wall Dark Outer. Dark Inner, bitte. Genau. Dann machen wir dann den hier hin. Und dafür machen wir dann, ja. Wooden Wall Dark.
Ja. Genau so machen wir das. Dann haben wir hier unsere Treppe. Das sieht gut aus hier. Ja. So, was ich jetzt vielleicht der Einfachheit halber mache, um das Ganze besser zu steuern, ist das hier. Dann kann ich nämlich die Zäune besser wegmachen. Ich muss schon sagen, das gefällt mir dann deutlich besser. Ist ein bisschen mehr Abwechslung drinnen. Nicht immer das ewig gleiche mit Zäunen. Also, Moment. So, und hier unten. Oh, ist auch noch gleich weg. Ah, da ist noch einer. Fast übersehen. Okay, gut. So. Gehen wir zurück. Geh mal weg, Mann. Wieso geht das immer kaputt? Na, fahrt ruhig weiter. Mach mal was nicht ganz so auffälliges. So. Dann gehen wir zurück in unser Set und pflanzen jetzt die Wände dahin, wie wir es uns gerade so überlegt haben, dass es gut funktionieren könnte. Dark Wall Inner. Das wäre so eigentlich dann noch schlauer, ja. Muss man auch mal sagen. Man das nicht so. Man das Ganze so. Ja. Definitiv. So gehört das Ganze. Jetzt haben wir es, glaube ich. So. Und hier noch einmal den hier hin. Unwall Dark. Outer. So, und da inner auch noch. Aber nicht den hier. Den Zweier. Genau. Genau. Und hier können wir den ja so abflachen lassen mit dem Einser. Das ist schon ganz gut. Jetzt hier genau innen machen und hier den Auto hin machen, aber genau, ich möchte das innen immer haben. Ah, ich denke gerade nach in meinem Kopf. Wunderwall Dark, so genau. Da, bitte. Das sieht doch super aus. Leute, also das sieht doch echt gut aus. Und das da weglassen? Wieso geht's nicht weg? Das check ich jetzt nicht. Ja, geht doch. Mann, warum musste ich dafür jetzt extra rausgehen? Aus dem Set, das nervt mich. Sowas nervt mich immer. Wo war sie? Die Wunwall Dark. Hier. Ja, das machen wir so.
sie alle seine Richtigkeit haben. Das mit dem Terraforming, das war schon auch ein bisschen... Ah, wollten wir das nicht? Na, das passt schon so dann. Und hier oben kommen dann immer die hier drauf. So, passt das jetzt hier nicht gut hin? Ach so. Jetzt. Dann machen wir am besten die hier hin. Hier außen. Ja, ich meine, ich lasse hier mit, ich arbeite ja hier. So, dass es am Ende perfekt aussieht. Und das sieht irgendwie nicht gut aus dann. Hier muss ich dann nochmal umbauen. Muss ich innen hinbauen. So. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Und hier hin. Wenn ich das jetzt richtig gemacht habe. Wooden Wall Dark Innermost müsste das sein. Nee, Dark Outer, okay. Wooden Wall Dark Outer. Genau so. Genau so. So machen wir das. Das gleiche mit dem Inneren noch. Wall. Die hier. Und hier müssen es eindeutig die hier sein. Das geht nicht anders. Das ist ein bisschen am Flimmern dann. Das kann ich nicht ändern, Leute. Mir fällt gerade auf, ich habe ein bisschen Kacke gebaut. Bei den Dingern hier. Die sollen ja in der Farbe sein von dem hier im Dunklen. Dann brauchen wir die hier. So Leute, es wird doch, oder? Jetzt kommen wir langsam mal voran. So ein bisschen durchflimmert. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Können wir das ändern? Können wir das ändern? Ich hoffe, wir können. Gib mir dafür Wooden Wall Dark. Das kann man so lassen, das ist ja kein Problem. Hierfür gibt es doch bestimmt einen, oder? Hierfür gibt es doch bestimmt einen. Decken, der gerade von oben nach unten geht, oder? Da hatte ich doch hier was. Ja.
Nee, nicht ganz. Gibt's den auch in Dark? Ja, den gibt's auch in Dark. Na gut, besser als nichts. Müssen wir hier jetzt auch mal nach außen noch verlegen, damit es hier nicht flimmert. Obwohl, hier können wir es kaschieren. Hier können wir es kaschieren. Hier lassen wir es. Boah, bin ich froh, wenn ich diese ewige Hin- und Herschieberei hier hinter mir habe. So, das Video wird eh schon wieder viel länger, als ich geplant habe. So, aber jetzt hören wir gleich auf. Wie gesagt. So, jetzt habe ich den Weg auch noch weggemacht. Wow. Was ist denn jetzt das Problem? Das kann aber wohl nicht sein. Dann machen wir das ja noch an. Gott. Das soll so sein. So, das funktioniert immerhin. Das ist ja schon mal schön. So funktioniert das hier dann hoffentlich, so wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe das mal stark. Das sieht ganz gut aus. Ja, das kann man kurz ändern, das ist ja kein Ding. Das kriegen wir schnell geändert. Also, nur mal ganz kurz, wenn jetzt hier die Videos so lang werden, werde ich nicht jeden Tag welche raushauen können. Aber bevor ich das jetzt schneide, ganz ehrlich, da kann man das doch auch gleich so lassen, oder? Und da fällt dann nicht ganz so viele hochladen. Finde ich persönlich besser. So machen wir das. Sollten wir hier auch noch nach außen gehen? Nee. Man kann es auch übertreiben mit dem Flimmern. Muss das da unbedingt durchscheinen, Mensch. Können wir noch so eine Wand reinbauen einfach. Ich glaube, das mache ich. Ja gut, ich glaube, ich mache jetzt lieber halbe Stunden Parts, aber die dann nicht so oft. Ich finde es besser. Dann schafft man mehr in einem Part und es ist nicht ganz so
erfolgslos, also der Fortschritt ist dann wenigstens da, versteht ihr? So, genau. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Ihr seid damit einverstanden. Aha, da müssen wir noch nachhelfen, dass das Ganze gut aussieht. Oh, da haben wir was noch fehlt. Beziehungsweise, weil ich aus Versehen gelöscht habe. Unwo Flat. Moment, das war was anderes. Dazu besser passen, aber ganz ehrlich, das ist mir jetzt egal. Da kommen jetzt die Wooden Floor Dinger hin, weil wir das jetzt schon so schön da gemacht haben. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Ich hoffe, jetzt passt es endlich. Sieht aber gut aus. Blöd, dass ich jetzt allein dafür für die Basis wieder so lange gebraucht habe. Die Basis ist da. Mit der Basis kann ich arbeiten. Wie immer, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und ciao.